wonderful good morning. Ja, wir sind schon wieder am Strand. Sind irgendwo im nächsten Dorf, keine Ahnung wo genau, eigentlich in der Toskana oder an der Küste von der Toskana. Und es beginnt wieder unser Morgenlesritual. Wir haben im Auto geschlafen. Alex ist hier hinten schon im Meer drin. Jetzt machen wir uns frisch, gehen dann wieder schön Espresso trinken und frühstücken. So beginnt der Tag richtig. Espresso Nummer 2 für heute. Wir waren jetzt noch im öffentlichen Schwimmbad beim Duschen. Richtig witzig. Und jetzt haben wir hier ein schönes Plätzle gefunden, ein richtig schönes Café hier. Wo wir mal unsere Akkus wieder aufladen und uns was zum Essen holen. Geil, Alex? Reden ist das Beste. So sieht's aus. Espresso Numero 5 für den Tag. Ja, ich sitze jetzt hier schon seit keine Ahnung wie viele Stunden dran. Bis halt die Vlogs schneiden, chillen, Alex soll fotografieren. Und jetzt wollen wir dann weiterziehen in Toskana, in die Mitte. Also von der Küste. Alex und ich, wir haben jetzt gerade einfach mal am Weg angehalten. Wir sind jetzt gerade mitten in der Toskana, richtig geil hier hinten. Schon lauter Olivenbäume. Und hier hinten jetzt, da ist auch gerade ein Gewitter gewesen. Und da regnet es jetzt richtig schön, sieht es auf jeden Fall aus. So, liebe Leute, Alex und ich, wir sitzen hier gerade dran, haben uns geile Pizza reinzogen, geilen Wein und sitzen hier in Pienza in so einem Plätzle. Und ja, was soll ich sagen? Mein Lieblingslied läuft. Wenn man Glückseligkeit beschreiben kann, dann kommt hierher nach Pienza. Ja, jedenfalls Pizza Punaro in Pienza, auf jeden Fall zu empfehlen, geile Pizza. Abartig geiler Espresso, geiles Dessert, geile Musik. Guter Wein, haben wir schon die 5 Dinge komplett, die man braucht. Un giorno from Pienza. Ja, der Alex, der genießt schon sein Frühstück. Wir haben es gestern leider nicht mehr geschafft, den Vlog zu beenden. Wir haben nur noch im Auto eigentlich dann geschlafen und sonst nicht mehr viel. Und jetzt schmieden wir unsere Pläne mit der Karte weiter. Heute, man sieht ja schon, was passiert. So, nachdem wir jetzt noch in Montepulciano waren, in Pienza und wo waren wir noch? In noch so einem kleinen Ort, Bagno oder wie der hieß, sind wir jetzt in Camiglia de Orsia und es ist gefühlt die höchste Erhebung hier in der Toskana. Zeige ich das mal schnell. Es ist einfach so weit oben, knapp 800 Meter und ja, ich glaube, die in dem Dorf haben wir noch nie einen Tourist gesehen, aber ja, das war unser Ziel, nicht so die touristischen Dinge sich reinzuziehen. Aber es sieht echt mega schön hier aus. Kann man empfehlen. Der Roadtrip ist weitergegangen und jetzt mittlerweile befinden wir uns in Siena. Siehe hier hinten. Wir sind jetzt gerade auf diesem Hauptplatz von Siena.
Ja, jetzt schauen wir uns hier nur ein bisschen Städtle an und dann mal gucken, was heute noch passiert. So, wir haben jetzt so schön Siena erkundet, haben jetzt schön unsere zu Abendessen eingenommen. Und jetzt mal schauen, wo in welchen Ort es uns heute noch verschlägt. Und ja, in dem Fall bis morgen. Tschüss, ciao, haltet durch. Ciao.